Der Besucher sieht vor allem die Erweiterung von Goethes Sammlungen durch die Briefe an ihn, nämlich dass Objekte für seine Mineraliensammlung, für seine Autographensammlung beispielsweise oder auch für seine Medaillensammlung mitgesandt wurden. Weiter haben wir auch sehr persönliche Dinge, wie das ärztliche Gutachten für Goethes Nierenerkrankung oder auch von einer schottischen Freundin die Übersendung einer Haarlocke und einer Silhouette ihres Gesichts sowie auch zwei Faschingsorden. Zu sehen ist das Privileg des preußischen Staates gegen den Nachdruck, den ungenehmigten Nachdruck von Goethes Werken. Das Privileg sichert Goethe den Urheberrechtsschutz auf seine Ausgabe Letzter Hand in Preußen, denn in der damaligen Zeit waren Raub und Nachdrucke von gerade erschienenen Werken gang und gäbe. Und deshalb war es für Goethe besonders wichtig, seine umfassende Werkausgabe entsprechend als geistiges Eigentum sichern zu lassen.